Endlich ist es soweit, wir dürfen die zweite Generation Skoda Kodiaq fahren und ich darf euch heute alles zu dem erzählen, was ich weiß. Hier seid ihr gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden über die Optik sprechen. Auch wenn der noch gecovert ist, werde ich euch alles erzählen, was ich weiß. Wir werden auch ein bisschen über den Kofferraum sprechen, über die Rückbank vorne. Leider das Cockpit darf ich euch nicht zeigen und wir fahren eine Runde miteinander. Habt ihr Lust drauf? Sehr gut, dann würde ich sagen, los geht's! Hier vorne angekommen, erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die? Die machen euch das Leben einfacher, denn die vergleichen unter sehr vielen Leasinganbietern und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Jetzt sprechen wir aber über die Historie des Kodiaqs und den gibt es ja seit 2016 bei uns auf dem deutschen Markt. 2018 kam dann die RS-Variante auf den Markt. Das ist übrigens das erste SUV von Skoda gewesen und 2021 kam dann das Facelift der ersten Generation. Und hier steht jetzt eben die zweite Generation, welche 2024 auf den Markt kommen wird, vermutlich im ersten Quartal. Und das ist ein super beliebtes Auto bei Skoda. Warum? Hat sich über 800.000 Mal verkauft. Deutschland ist übrigens der Hauptmarkt. Das ist immer ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und vor allem hat man auch sehr viel Platz. Hier jetzt mit der 7-Sitzer-Variante auch eine hohe Flexibilität. Und was ich an Skoda mag, ist, dass sie irgendwie zurückhaltend sind, trotzdem eben diese vielen Simply-Clever-Lösungen haben, nicht zu prollig sind, nicht zu protzig sind, solide Motoren eben im Angebot haben. Ja, jetzt sprechen wir aber über das Wettbewerbsumfeld. Der steht auf dem MQB EVO und Wettbewerber sind unter anderem der Seat Tarraco oder eben auch ein Tiguan Allspace oder ein Hyundai Santa Fe bzw. eben ein Kia Sorento findet ihr alle hier bei uns auf dem Kanal. Wenn wir uns den jetzt von vorne anschauen, spreche ich über ein paar Details, die man schon mal erkennen kann. Was ich weiß, ist, dass wir jetzt hier vorne vermutlich ein neues Logo drauf bekommen werden. Das soll jetzt eher ein bisschen anders aussehen. Man kann es auch schon ein bisschen erahnen. Es ist auf jeden Fall weiterhin ein Bildlogo. Unten haben wir dann ebenfalls einen Kühlergrill mit aufrecht stehenden Streben. Umrandung wird es hier vermutlich auch geben. Und was uns schon erzählt wurde, ist, dass der teilweise beleuchtet sein wird. Hier auch in der Mitte. Das heißt, optisch versucht man sich da auch ein bisschen an den Enyaq eben anzugleichen, also in Richtung eben der ja, elektrischen Skoda-Modelle. Hier unten dann auch nochmal großer Schlund, sehr viel Wabenmuster. Und hier an der Seite haben wir dann auch noch eine Öffnung für einen CW-Wert, der sich jetzt hier in der zweiten Generation übrigens verbessert hat, von 0,31 auf 0,29. Ist natürlich gut für euren Geldbeutel, weil ihr habt dadurch eben weniger Verbrauch. Hier an der Seite seht ihr jetzt serienmäßig Voll-LED-Leuchten und optional gibt es ein Matrix-LED-Licht. Und das sieht jetzt ein bisschen anders geformt aus, hat auch farbige, kristalline Elemente drin. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt erkennen bei diesem hellen Licht. Aber auf jeden Fall kann das den Gegenverkehr abblenden, Schilder anblenden und ihr fahrt damit permanent mit Fernlicht. So, als nächstes würde ich mit euch in die Seite gehen. Wir sprechen über die Ausmaße und der ist 6 cm länger geworden, ist jetzt 4,76 m lang. 1,86 Meter breit und 1,66 Meter hoch, hat einen Radstand von 2,79 Meter und den gibt es entweder mit Frontantrieb oder auch mit Allradantrieb. Neu jetzt hier mit dabei bei der zweiten Generation ist auch noch das DCC Pro, also anstatt einem Ventil haben wir zwei Ventile und eine größere Spreizung zwischen sehr komfortabel und sehr sportlich. Haben wir euch ja auch bereits schon beim Tiguan vorgestellt im Fahrbericht. Dieses System kommt jetzt hier eben auch in den Skoda mit dazu. Von 17 bis 20 Zoll Felgen gibt es dann die Auswahl. Hier vorne haben wir dann, vielleicht werfen wir mal einen Blick gemeinsam drauf, ebenfalls eine sehr schöne Felge, die aber leider auch wieder abgeklebt ist. Auch hier kann ich euch nicht so viel zeigen. Was ich euch aber zeigen kann, ist, dass wir hier die Durchbrechung nochmal nach hinten haben und ihr da auch nochmal durchgucken könnt. Spiegelkappen zurückhalten. Genau, da muss Jan gucken, dass er nicht falsch filmt, weil wir dürfen da euch leider noch nicht das Cockpit zeigen. Große Spiegelkappe, man muss ja auch viel sehen bei so einem großen Auto, sitzt ja hier auch leicht erhöht. Dachreling ist hier auch vorhanden, kann man hier auch sehr gut erkennen unter der Folie.
Und hinten gibt es bestimmt auch die Option mit abgedunkelten Scheiben. Hier ist auch nochmal so ein extra Scheibenelement. Bügeltürgriffe auch sehr gut. Keine eingelassenen Türgriffe finde ich nämlich meistens ziemlich blöd. Was sagst du? Schirm. Den Schirm? Ja, ich hole gerne den Schirm raus. Ich weiß gar nicht, ob der hier ist. Perfekt, ja. Denn, das ist ja noch ein Prototyp, wir haben hier einmal einen Schirm drin. Und vielleicht kommt ihr ein bisschen näher, weil ich möchte euch noch was zeigen. Der ist zu 100% jetzt recycelt in den neuen Versionen der zweiten Generation. Und wir haben jetzt hier immer mit dabei diesen Türschutz, der damit rausfährt. Da seht ihr es, ist natürlich super praktisch, weil wenn man beispielsweise die Tür aufmacht, schlägt man halt hier eben nicht an, also man schlägt trotzdem ans andere Auto an, aber es wird eben deutlich mehr geschützt. Schauen wir mal, ob es das hinten auch gibt. Ja. Habt ihr das gesehen? Auch hier ist nochmal dieses Element vorhanden. Jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir nach hinten und sprechen da über das Design. Großer Dachkantenspoiler, hier hinten auch wieder diese böhmische Kristallkunst teilweise eingelassen in sehr großen Leuchten. Wahrscheinlich, so wie es aussieht, hier keine durchgehende Leuchte, da hätte ich mich drüber gefreut, das finde ich immer ganz schick. Und auch der Unterverschutz ist sehr zurückhaltend. Den wird es jetzt auch neuerdings als Plug-in-Hybrid geben, dann heißt der Kodiaq iV. Soll eine Reichweite von 100 Kilometer haben und einen 26 Kilowattstunden fassenden Akku. Den kann man damit bis zu 50 kW laden, dann braucht er 25 Minuten, um eben voll zu sein. Und mit 11 kW braucht er eben 2,5 Stunden, um voll zu sein. Das finde ich wirklich gut, weil viele schimpfen ja immer drüber, ja okay, energiepolitisch, dass man Plug-in-Hybride nur fährt wegen der Förderung. Ich finde aber bei 100 Kilometer, auch wenn man natürlich einen hohen elektrischen Verbrauch hat, ist es durchaus eine Strecke, die so ein Durchschnittspendler dann auch wirklich 3 Tage lang durchziehen kann, rein elektrisch. Und falls man mal länger in den Urlaub fahren sollte, hat man hier eben das Beste aus zwei Welten mit dabei. Wenn wir jetzt hier mal aufmachen, seht ihr auch hier den Kratzer, der ja Simply Clever typisch immer mit dabei ist bei den Modellen. Auch der soll 100% recycelt sein. Das ist jetzt hier noch der alte, da wird eine neue Version dazukommen. Die haben wir jetzt schon gesehen, die finde ich ganz schick. Bin gespannt, was ihr dann dazu sagt. Als nächstes sprechen wir über den Kofferraum. Genau die Details habe ich euch schon erzählt. Dafür machen wir den jetzt mal auf und auch der ist jetzt größer geworden in der neuen Generation. Der wiegt ja ungefähr 1700 Kilo. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, einen 5-Sitzer oder einen 7-Sitzer optional zu wählen. Erstmal ist richtig cool, dass wir hier so eine Matte haben, die man auch nochmal umdrehen kann, beispielsweise um dreckige Schuhe oder so nach hinten zu legen. Hier gibt es auch noch einen doppelten Ladeboden, den man übrigens auch so einspannen kann. Also es ist wirklich sehr easy hier gelöst. Ich muss hier nicht die ganze Zeit irgendwelche Sachen in der Hand halten. Und ich kann jetzt hier auch die Hutablage nach vorne ziehen. Einmal so einrasten lassen, das ist immer unser Lieblingstrick, so geht sie wieder nach vorne und sie lässt sich auch sehr einfach ausbauen. Ich komme jetzt hier auch mit meinen 1,64 Meter ganz gut nach hinten und die lege ich jetzt mal auf die Seite, weil ich möchte euch zeigen, wie einfach sich jetzt auch noch die Rückbank hochklappen lässt, also die dritte Sitzreihe. Hier haben wir jetzt die Variante mit 7 Sitzen, einmal da und einmal da. Hier seht ihr sie jetzt. Lässt sich hier ganz einfach eben umklappen. Hier ist auch noch mal so eine Matte drüber, die kann man aber wegmachen und dann hat man hier noch eine Schlaufe, die dann da durchgeht. Jetzt klappen wir sie wieder zurück und wir klappen vor allem jetzt die zweite Sitzreihe noch weg. Das funktioniert hier sehr einfach an solchen Haken. Da musst du jetzt aufpassen, Jan, mit dem Film, dass du nicht das Cockpit vorne mitkriegst. Und dann haben wir eben hier ein Kofferraumvolumen von beim 5-Sitzer 340 bis 840 und hier eben ja ein Kofferraumvolumen genau von bis zu 910 Liter, was wirklich super gut ist. Schaut euch das mal an. Richtig schick, richtig viel Platz. Alles hier nochmal mit so Matten drüber. Und jetzt würde ich vorschlagen, schauen wir uns die Rückbank an, oder? Sehr gut. Hier geht es so wieder hoch. Ich komme mal auf die andere Seite, weil ich würde euch gerne noch zeigen, wie es ist, hinten zu sitzen. Dafür klappe ich die jetzt mal wieder hoch. Es geht so nicht mehr, okay. Muss ich unten geklappt lassen, dass das funktioniert. So. Was ich sehr gut finde, ist, dass die Rückbank auch sehr flexibel ist. Bedeutet, ich kann die auch nach vorne und nach hinten schieben. Auch das werde ich euch gleich zeigen. Jetzt gehen wir aber gemeinsam erstmal vor. Da seht ihr jetzt erstmal nicht so viel, weil das ja Vorserienstatus ist. Deswegen brauchen wir doch gar nicht so lange hinfilmen. Ab geht's auf die Rückbank. Die Tür lässt sich sehr weit aufschlagen, was wichtig ist. Und jetzt gehe ich mal hinten rein. Und ihr seht schon, das ist okay. Ich kann jetzt hier auch den Sitz nach vorne schieben, dass ich einen einfachen Einstieg habe. So, und ihr seht jetzt,
wirklich viel Platz ist jetzt nicht, aber als Notsitz geht es auf jeden Fall. Man kann hier dann auch eben die Kopfstützen noch hochstellen. Ja, es ist jetzt kein grandioser Sitz, der gibt jetzt hier auch keinen Seitenhalt, es ist wirklich eher ein Notsitz. Aber für kleine Kinder passt das auf jeden Fall. Hier ist dann auch noch der Anschnaller an der Seite. Kann man den auch von dir aus umklappen? Ja. Passt? Ja. Cupholder an der Seite hier drüben noch. Mit so einer Lasche, die kann man dann auch hier wegdrücken. Dann hat man eben die ganze Fläche oder eben hier den Cupholder. Hier an der Seite dann auch nochmal so Haken, die man nutzen kann. Ja, und so viel jetzt eben zur dritten Reihe. Jetzt zeige ich euch die zweite Reihe und zeige euch vor allem auch, wie schwer es ist, hier auszusteigen oder wie einfach es ist. Es geht schon, aber man muss ein bisschen fit sein auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir gemeinsam auf die Rückbank. Erstmal zeige ich euch, dass man hier jetzt die nach vorne und nach hinten schieben kann mit sehr viel Flexibilität. Das funktioniert hier auch auf der anderen Seite. Ganz praktisch hier als Einzelsitz und ich kann vor allem dieses mittlere Element auch noch umklappen, indem ich hier drauf klicke und dann haben wir hier auch noch mal eine Durchreiche, die sehr praktisch ist. Kann man die Lehne auch in der Neigung verstellen? Ja, man kann die Lehne auch in der Neigung verstellen, so weit nach hinten oder eben sehr steil. Das ist quasi der kleine Unterschied, den ihr jetzt hier gesehen habt. Das müsst ihr auf der anderen Seite sehen. Natürlich. Auf der anderen Seite. So weit nach hinten. Ich gehe nochmal hier rüber und zeige euch das natürlich. Sehr steil. Und das sind die Stufen. Ne? Zu den Sitzen. Stoffsitze, schönes Stitching hier an der Seite, sind sehr weich gepolstert, geben auch ein bisschen Seitenhalt. Kopfstützen sind auch weich, lassen sich auch hier in der Höhe einstellen, auch in der Mitte. Und hier haben wir dann auch noch eine Armauflage mit Cupholdern. Und jetzt würde ich euch noch den Mitteltunnel hier unten zeigen, weil auch hier haben wir wieder eine Simply Clever Lösung. Dieses Element lässt sich nämlich einfach rausmachen. Dann seht ihr hier den Mitteltunnel, falls jemand in der Mitte sitzt, ist es deutlich komfortabler, wenn dieses Plastikelement nicht drin ist. Falls keiner drin sitzt, kann man das hier auch noch schön reinmachen. Und hat hier eben die Möglichkeit, zwei Cupholder nochmal zu nutzen, also sehr flexibel. Vorne Sitzheizung und hier übrigens auch noch die Einstellung der Lüftungsdüsen, so steuerbar. Hier kann man auch noch ein iPhone ablegen, oben dann auch noch ein Tablet oder irgendwas Größeres. Und jetzt würde ich sagen, werfen wir noch einen Blick in die Tür, oder? Türöffner, sieht gut aus, aber auch hier teilweise gecovert. Simply Clever Lösung. Hier auch nochmal so eine kleine Jalousie, die man hoch und runter machen kann. Stoff in der Tür und hier an der Seite eben auch noch ein bisschen Polsterung. Das hier unten ist nicht repräsentativ, das ist Vorserie. Übrigens hat sich an der Angebotsstruktur ein bisschen was verändert. Es wird nämlich nicht mehr die bisherigen Ausstattungen geben, sondern einfach nur noch 13 Pakete, die man hinzukonfigurieren kann. Und man kann sich vor allem ein paar Innenraumwelten aussuchen. Das ist unter anderem Lounge, das ist unter anderem so ein paar ja, Möbel oder beziehungsweise designinspirierte Innenräume. Aber die Ausstattungsvarianten, so wie ihr sie bis jetzt kanntet, fallen weg. Jetzt zu den Motoren. Also es wird weiterhin zwei Benzinvarianten geben, einmal mit 150 PS und einmal mit 204 PS. Der erstere ist mild hybridisiert, den werden wir später dann auch gemeinsam fahren. Zwei Dieselvarianten, 150 PS und 193 PS und es wird auch eben die genannte Plug-in-Hybrid-Variante geben, also den Kodiaq IV und der wird eben auch 204 PS haben und eine Reichweite von bis zu 100 km rein elektrisch. Als nächstes gehen wir jetzt gemeinsam in den Innenraum, müssen gucken, dass man davon nichts sieht, deswegen werdet ihr auch nur unsere Gesichter sehen. Aber wir werden über alles sprechen, was uns bei der Fahrt aufgefallen ist. Wir werden noch ein bisschen über den Innenraum sprechen, was wir euch schon erzählen dürfen. Und am Schluss gibt es noch ein Fazit inklusive Preis. Ich hoffe, ihr habt Lust und los geht's! Guten Morgen! Wie geht's? Ganz okay. Ich bin heute ein bisschen krank. Ich habe nicht dich gefragt, sondern eigentlich unsere werten Zuschauer. Aber Jessie ist ein bisschen krank. Das gibt es manchmal. Man darf krank sein bei der Car Crash Review. Was ist heute? Das ist der Skoda Kodiaq Cover Drive. Wir sind ganz aufgeregt. Und alle SUV-Modelle beginnen mit K und enden mit Q. Außer Enyaq. Und wir sind im Kodiaq. Ja, also Jessies Kopf funktioniert. Und wir haben ein kleines Issue. Das ist nämlich der Cover Drive. Und Why issue?
Naja, wir dürfen nur nach vorne zeigen. So. Normalerweise hat Jesse ja immer eine Kamera in der Hand, um euch die volle Mitfahrt zu geben, dass es sich quasi so anfühlt, als würdet ihr selbst fahren, was ihr nicht tut. Das dürft ihr nur unser Gesicht sehen. Genau, was heißt nur, ja. Aber wir dürfen euch alles erzählen, was wir hier drin sehen, was wir wissen. Wir haben drei Knöpfe hier drin, ein großes Display. Bist du aber? Das ist Jessys Aufgabe, ja, gell? Weil die macht Look and Feel hier drin und erklärt euch jetzt, was es gibt, was ihr nicht seht. Also, was ihr nicht seht, ist, dass genau hier vorne vor mir ein sehr großes Display aufgesetzt in der Mitte sitzt. Das ist auch wirklich nicht zum Fahrer oder zum Beifahrer geneigt, sondern wirklich sehr mittig. Ich schätze, dass es ungefähr 13 Zoll groß sein könnte. Wir dürfen schon sagen, also dass es 12,9 Zoll ist. 12,9 Zoll. Ja, es ist voll schwierig. Was darf man sagen, was darf man nicht sagen? Unten drunter haben wir ein ehrlicher Review-Kanal. Und drunter sind Lüftungsdüsen und darunter ist jetzt gerade abgedeckt, aber sollen drei Knöpfe sein, die dann eben auch nochmal die Möglichkeit geben, für die Klimaanlage und sowas eine Einstellung zu machen. Ich habe hier drüben auch eine Abdeckung, da sehe ich jetzt nicht super viel, aber was Vorteil bei dem Auto ist, wir haben sehr viel Platz. Das heißt, ich habe ein großes Handschuhfach, ich habe sehr viel Platz in der Tür und auch in der Mitte habe ich zwei Cupholder, die groß sind. Vorne auch nochmal zwei induktive Ladesäulen, das ist ganz interessant, die kann ich nebeneinander dann mein Handy legen und auch laden. Und das sind eher induktive Ladebuchsen. Also Jessie wünscht sich vielleicht eine Ladesäule im Auto. Sorry, zwei Ladebuchsen vorne, wo man das Handy dann reinlegen kann und wo man... Beide können laden. Genau. Und die können auch beide wohl kühlen mit 15 Watt, weil Skoda hat gesagt, ey, also wenn man diese induktive Ladebuchsen benutzt, und das stimmt ja wohl auch, dann werden die immer so heiß, dass nach 20 Minuten das Handy aufhört zu laden, weil es zu heiß ist. Stimmt. Ja. Also haben sie eine Kühlfunktion eingebaut. Was? Eine? Ich kann deine Sätze nicht beenden. Eine was? Eine Induktion ist. Entschuldigung. Entschuldigung, das ist eigentlich vielleicht ein bisschen doof, dass ich immer will, dass du meine Sätze... Ja, voll. So wie bei Marianne und Michael. Ja, Entschuldigung. Was eine Simply Clever Lösung ist. Ach so, eine Simply Clever Lösung. Okay. Schaut mal, so sieht übrigens der Schlüssel aus. Und apropos Simply Clever Lösung, wir haben ja hier diesen Türschutz. Das heißt, wenn ich die Tür öffne, kommt da so ein kleines Stück Plastik raus, damit man auch das andere Auto, falls man ein anderes Auto treffen sollte, nicht kaputt macht. Der Eiskratzer und auch der Regenschirm sind aus 100% recyceltem Material. Und alle Stoffe hier drin. Also alles, was aus Polyester ist, glaube ich, ist aus recyceltem Material. Der Himmel, ich glaube die Sitzbezüge und die Matten hinten im Kofferraum. Das ist kein Greenwashing, weil dafür sind es definitiv zu viele Materialien. Ja. Für mich vielleicht noch wichtig, weil ich bin ja der Driver, sexy Taxi-Driver. Habe ich mich gerade selbst sexy gelockt? Ja. Nee, ich bin einfach nur ein Taxifahrer. Willkommen sexy in meinem Leben, Leute. Sexy lassen wir uns vielleicht einfach mal weg. Ich bin der Transporter. Der Gangwallhebel ist von der Mitte als Lenkstockhebel neben das Lenkrad gewandert. Und das ist ganz cool, weil wir in der Mitte mehr Platz haben für einen Becherhalter unter anderem. Wir fahren in letzter Zeit viel Mercedes, weil Mercedes aus irgendeinem Grund kommunikativ auf uns setzt. Und ich habe mich da sehr daran gewöhnt, das am Lenkrad zu machen. Das ist ein bisschen die amerikanische Lösung, was ich gut finde. Diese drei Knöpfe, da hast du drüber gesprochen, gell? Die kann man frei belegen. Ja. Im Tiguan soll es hier einen davon geben. Ich weiß gar nicht, ob ich es verraten darf. Das weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Aber wir sind ja ein ehrlicher YouTube-Kanal. Ja. Das ist ja ehrlich. Wir sind vielleicht bald ohne Auftraggeber und dafür immer ehrlich. Kennt ihr diese Leute, die so immer alle beleidigen und total unfreundlich sind und sagen, ich bin halt ehrlich. Ich sag halt, was ich denke. Ich sag halt, was ich denke. Jedenfalls, Hast du durch? Ja, ich habe so viel zum Innenraum. Noch eine kleine Sache. Stoff und Sitze. Ihr seht es ja auch hier. Wir haben jetzt hier so Stoffsitze. Die haben teilweise so gelbe Stitchings und gut verarbeitet, weich gepolstert. Und auch hier übrigens recycelte Materialien. Ich kann meinen Sitz elektrisch einstellen. Nach oben, nach unten, nach hinten, nach rechts und links. Und auch interessant, die Angebotsstruktur wird sich ja jetzt beim Kodiaq ändern. Das heißt, es wird nicht mehr wie üblicherweise oder wie bisher eben in den der vorherigen Generation Ausstattungsvarianten geben, sondern man kann bis zu 13 Pakete dazu wählen. Man kann sich den Innenraum nach verschiedenen Designkonzepten auswählen und das war es dann eigentlich auch schon. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen, ein paar Add-ons, die man hinzunehmen kann, die sonst einfach zu teuer wären, wenn man die paketieren würde. Woher kommt Kodiaq, der Name? Von Bär. Es war lustig, weil ich schreibe manchmal die Skripte für die Moderation und da habe ich das bärige SUV neuer Generation geschrieben. Was ich eigentlich geschrieben habe, war das bärtige SUV neuer Generation. Und ich lese das so und denke so, okay, das sage ich genau so. Und dann so, nein. Scheiße, was hat dieses SUV mit einem Bart zu tun? Ja.
Schön finde ich übrigens, dass die, also was man sagen muss, optisch außen, gell, ist definitiv eine Evolution. Ne? Das ist keine Revolution. Die beleuchtete Heil vorne, glaube ich, mit 14 LEDs im Kühlergrill, das finde ich sehr schick. Wissen wir davon überhaupt schon? Und davon wissen wir, das dürfen wir auch sagen, weil wir sind ja ein ehrlicher Kanal hier. Also der Kühlergrill vorne wird auf jeden Fall beleuchtet sein, das wird cool. Ja. Und soll ich mal ein bisschen was über das Fahren erzählen, liebe Jessica? Jessica war ja immer Streber in der Schule. Die ist jetzt total unsicher. Was darf ich erzählen, was darf ich nicht erzählen? Und, aber das macht nichts. Wir sagen einfach, wie es ist. Ne? Und also passt auf, zum Fahren. Wir haben hier den Mildhybriden drin. Den gibt es ja auch im Superb zum Beispiel. Und jetzt könnte man eventuell sagen, okay, der Mildhybrid, Jessie, wo bist du? Hier. Ja, der Mildhybrid ist zu klein, weil er hat ja nur einen 1,5 Liter mit 150 PS. Aber wir fahren hier ja in Reihe mit diesen Crazy Car Journalists. Und die fahren alle immer relativ schnell. Das muss man so machen, als Autoschauer ist immer schnell fahren. Und man zeigt, dass man was kann. Ja, man hat ja wenig Zeit, ballern. Und der kann richtig gut mithalten. Die haben teilweise andere Motoren, die 2-Liter-Motoren. Ich finde den jetzt nicht zu wenig durchzugskräftig. Ich beschleunige mal kurz ein bisschen durch. Ihr seht ja eh nicht aufs Tacho. Er wird ein bisschen lauter. Okay, was man sagen muss, ist, alle Motoren haben ein DSG. Alle haben ein 7-Gang-DSG, außer der Plugin, der übrigens IV heißen wird, Kodiak IV. Jetzt habe ich es ja wieder gemacht. Ich will übrigens einfach überleiten. Ich will dich gar nicht testen, ich will überleiten. Wirklich. Passt sie noch auf? Ja, klar. Nein, ich will überleiten. Wie soll ich? Sonst muss ich immer so blöde Fragen stellen. Okay, der hat einen 6-Gang-DSG, weil, glaube ich, der E-Motor im Getriebehäuse wohnt und da dann nur diese 6-Gänge reinpassen. Also Handschaltung ist hier sowieso raus. Und jetzt haben wir hier vielleicht mit dem Fahrwerk, boah, ist das eine schöne Strecke über die Brücke. Voll, schade, dass ihr es nicht sehen könnt. Ja, echt schade. Schlecht für euch. Ne? Jedenfalls, aber hier könnt ihr es ja wissen. Ja, jedenfalls fahren wir gerade über eine Brücke und wir haben das DCC Pro hier drin. Ja. Wir haben das vorgestellt, auch im Tiguan war es, gell? Und das hat eine 2-Ventil-adaptive Dämpfung, also Dynamic Chassis Control heißt das. Und das ist insofern spannend, als das einfach eine bessere Dämpfung ist. Ja. Und die Spreizung, die man einstellen kann, ist 3 Stufen härter als Komfort, ne, weicher als Komfort und 3 Stufen härter als Dynamic und insgesamt 15 Stufen. Ich kann euch nichts über die Spreizung erzählen. Wir konnten es beim Tiguan erfahren, wir konnten es beim Passat erfahren und das ist ein verdammt gutes Fahrwerk. Sage ich euch ehrlich, VW mit diesem DCC macht einen guten Job. Und ich finde auch, dass der Motor hier mit dem DSG, also mit dem, für was steht DSG, mit dem, mit der Automatik halt. Genau. DSG, Mann, das jetzt habe ich das echt früh vergessen, was DSG. Direktschaltgetriebe. Mit dem Direktschaltgetriebe wirkt, als wären die schon echt lange verheiratet oder hätten zumindest echt eine lange Affäre und würden sich gut kennen, weil das ist irgendwie echt ein Match. Die Lenkung hier drin, die passt. Die ist jetzt einfach solide abgestimmt. Die ist eher komfortabel im normalen Modus. Nicht zu direkt, aber das wäre auch irgendwie schräg bei so einem großen SUV. Das ist ja das SUV-Flaggschiff von Skoda. Ansonsten ist es sehr rundes Fahrverhalten. Was halt blöd ist, dass wir das nur normal stellen können, weil ich hätte euch gern die Spreizung gezeigt, irgendwie zwischen Komfort und Sport hier drin. Ansonsten, wie findest du die Ausmaße? Wären dir die zu groß? Oh, das ist eine gute Frage. Also, ich fahre ja, gell? Ja, du fährst ja, ich bin ja eher so jemand, der eher kleinere Autos fährt oder gerne fährt. Wir fahren natürlich oft auf große Autos. Ihr fährt ja kleine Autos. Nee, einfach weil. Ihr Ferrari passt dann überall rein. Nur 2-Sitzer Cabrios. Ja. Nee. Also, ich meine, man kann natürlich darüber streiten, dass die Ausmaße, der ist unter 5 Meter lang. Das heißt, es ist gar nicht so dramatisch. Easy. Nee, aber du hast halt hier den großen Vorteil, dass du wirklich einen 7-Sitzer hast. Und das finde ich ist halt gigantisch. Und das finde ich ist halt super alltagstauglich. Meine beste Freundin, die hat mittlerweile 3 Kinder und einen Mann und 2 Katzen. Und also 4 Kinder. Ja, also mit dem Mann und dann noch 2 Katzen. Und das ist wirklich so, die braucht Platz und die guckt auch wirklich die ganze Zeit nach 7 Sitzern. Und ich nimmt die Katzen immer mit? Immer. Die hängen immer auf ihrer Schulter. Alex, weil du das siehst, ne? Ja, also auf jeden Fall. Der ist natürlich ein bisschen groß, aber er bringt natürlich auch Vorteile mit sich, weil er bietet viel Platz. Großer Kofferraum hat jetzt 90 Liter mehr als bei der Vorgängervariante. Und was ich auch interessant finde, es wurde halt was an der
Mildhybridisierung wie bei diesem Motor hier gemacht und an den Plug-in-Hybriden. Der Plug-in-Hybrid hat einen 26 Kilowattstunden fassenden Akku und mit dem kommt er halt 100 Kilometer rein elektrisch weit. Und das finde ich was, was wirklich auch abseits von Förderung und so weiter gut funktionieren kann. Stimmt, ja. Und für Alex gibt es eine neue Simply Clever Lösung im Skoda, nämlich den Katzenhalter. Und sie hat auch Dynamic Cat Control hier drin, was automatisch halt ihre Katze einfach füttert. Ja, okay. Also die letzten 30 Sekunden waren Quatsch natürlich. Ja. So. Was interessant ist auch übrigens beim Auto, ihr werdet eine App bekommen, mit der ihr dieses Auto auch von außen einparken könnt. Jetzt haben wir endlich mal die Möglichkeit, hier ein bisschen schneller zu fahren. Es ist ja nass. Wir haben hier, jetzt sind Journalisten. Wir haben hier nur Frontantrieb, den Allrad haben wir noch nicht. Aber das Auto funktioniert wirklich ganz gut auf der Straße. Ich darf nicht immer zu albern werden in den Videos, ja. Gell? Ja, genau. Und jedenfalls könnt ihr das Auto dann von außen einparken. Das wird sehr spannend sein. Gesehen haben wir es noch nicht. Wenn man mal die Assistenten reinmacht hier am Lenkrad, dann merkt man, okay, der hält die Spur, hält den Abstand zum Vordermann, erkennt die Schilder, passt die Geschwindigkeit automatisch an. Das ist ein grundsolides, wirklich schön evolutioniertes Auto. Aber jetzt würde ich weitergeben zu mir. Und Jessie macht ein Fazit. Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit und seid mir nicht böse, falls ich heute ein bisschen verwirrt gewirkt habe. Ich bin tatsächlich krank. So was gibt's auch mal, wenn man die ganze Zeit unterwegs ist und ja, ich hoffe, dass es bald besser wird. Jetzt sprechen wir aber nicht mehr über mich, sondern über den Kodiaq in zweiter Generation. Warum war der bisher so beliebt? Ja, das ist ein Auto, was natürlich sehr viel Platz bietet und auch sehr viel Flexibilität. Warum Flexibilität? Hier gibt es die Möglichkeit, den eben als Fünfsitzer zu nehmen oder eben als Siebensitzer. Heißt, wenn ihr jetzt eine große Familie beispielsweise habt, könnt ihr eben auch mal die Freunde der Kids mitnehmen oder eben auch mal die Omi und den Opi und dann habt ihr keinen Stress mit dem Platz. Aber man muss natürlich schon sagen, die dritte Sitzreihe ist jetzt nicht für jedermann gemacht, sondern ich glaube so ab 1,65 Meter, 1,70 Meter wird es dann schon ein bisschen enger. Ihr habt es ja gesehen, ich bin nun ja 1,64 Meter groß und das war okay, aber für sehr lange Strecken würde ich es dann da hinten nicht aushalten. Großes Kofferraumvolumen, viele Simply Clever Lösungen. Ich mag Skoda, denn es ist eine sehr sympathische Marke. Und vor allem wird in Zukunft auch sehr viel am Design eben geändert. Sei es jetzt im Innenraum oder eben auch außen. Wir werden einen beleuchteten Kühlergrill haben und auch eben eine neue Generation der Leuchten. Jetzt sprechen wir über den Preis und der beginnt aktuell bei 37.000 Euro. Wie er jetzt kosten wird, kann ich euch leider nicht sagen. Da habe ich leider noch keine Informationen bekommen. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass Skoda hier jetzt bei den Motoren sehr viel elektrifiziert hat. Einstiegsbenziner hat eben eine Mildhybridisierung und es wird eben auch den genannten Plug-in-Hybriden geben. Was ihr gerne machen könnt, ist unseren Kanal abonnieren. Hier gibt es nämlich jeden Tag um 17 Uhr ein Video von Jan oder auch von mir. Seid ihr bestens informiert. Dann hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen. Bis dann, Freunde.